Willkommen zu dem DLC von The Last of Us Left Behind. Das werden wir heute ja durchspielen. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne weitere Spiele, auf die ihr Bock habt, in die Kommentare, die wir zusammen im Stream durchsuchen sollen. Und wenn ihr Bock habt, im Stream dabei zu sein, dann gerne auf twitch.tv/saftigesnu und wir fangen an. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Schlacht! Bleibt sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Joel, hier. Ah, steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel. Diese Musik ist so episch. Hallo, Haku. Ich werde das heute durchspielen. Es geht so 2 Stündchen. Hallo, Blaze. Hallo, Proud Gnu. Hallo, Atze. Downloadable Content. Gut zu wissen. Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin bei mir ist so jetzt 13 dumm. Uhr. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Danke, Kasskiller. Bei mir ist jetzt 13 Uhr und das ist das DLC. An der North Station, grüße dich. Scheiße. Uneigentlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Was sind das für komische Sprünge? Oh nein. Ah, das sieht so scheiß schlecht aus. Sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Huch, gar keine Live-Nachricht bekommen. Hallo. Ach, das geht ja schon lange nicht mehr raus, oder so Live-Nachrichten-Zeugs. Ich bin bald zurück. Versprochen.
Theoretisch hat der Hirsch ja geblutet damals, also müsste er doch eigentlich auch Monster anziehen. Ah gut, sie sperrt ab. Achso, wir spielen jetzt hier an der Szene weiter. Okay. Wo zur Hölle muss der Stream, der läuft jetzt gerade erst seit 12 Minuten. 12 Minutis. Der Streamy. Ich würde jetzt gerne farmen. Ich bin doch ein Farm, ein Lootgeier. Doch die letzten Tage immer eine Nachricht bekommen. Echt komisch. Geht's halt jetzt heute schon wieder nicht so nervig. Sehr, sehr nervig teilweise. Also spiele ich jetzt in der Zeit von Joel? Oder wie? Ich verstehe es gerade nicht. Solange ich keinen Stream mehr geschaut habe von dir. No, Brody, gar kein Problem. Bin jetzt übrigens am Donnerstag und Sonntag um 20:30 online. Können auch, wie gesagt, vielleicht spielen wir spät bis in die Nacht. Nur, dass die Leute Bescheid wissen, dass ich dann auch eher anfange, zu Zeiten, wo ihr noch wach seid. Hallo, der Grimm. Oh, Mist. Wieso Mist? Ach so, weil man hört schon wieder. Muss ja richtig gruselig sein, so alleine und dann. Vor allem im Winter, dann machst du die ganzen Kack-Jahreszeiten mit. Gibt ja noch teilweise keine Heizung, nix. Westen Apotheke. Das klingt doch gut. Resident Evil machen wir auch eine Resident Evil-Woche, wo wir alle zusammen durchzocken. Einen kleinen Resident Evil-Marathon. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe in Resident Evil auch alle Teile gesuchtet. Also, I'm ready. Ich hoffe, ihr seid es auch. Aber nächste Woche würde ich erst am liebsten eine Zelda-Marathon fertig machen. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Oh Mann. Das geht ja gar nicht. Mir geht's gut, Easygoing. Dir, hallo, Ricardo. Schön, euch alle wiederzusehen. Na dann, schön, war dich gesehen zu haben. War mir eine Freude. Dankeschön, Odin. Ich wünsche dir viel Lebenskraft und einen wunderschönen Abend. Oder morgen. In Australien. Mein Partner arbeitet hier vor einem Jahr und ich dachte, ich komme mit. So geht das. Also, so macht das Kumpel das also, ja. Genau so macht sie das. Oh, komm schon. Zelda Majora's Mask oder Ocarina haben wir schon durch. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Spiegel zerbrechen und von innen aufmachen. Mann. Verflucht! Der Apotheker. Vielleicht hat er den Schlüssel. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn im America Prince Laden nebenan angesperrt. Okay. Oh, da war gerade auch der Code dabei. America Prince Laden nebenan. Dann lass den doch mal holen. Schön, dass er das auch dazu schreibt. Na, no, Alking, dankeschön. Nebenan. Das wäre ja dann hier. Princess. Brutale Aktion ist meistens die beste. Ja, also wir haben uns halt ein Jahr davor, einen Monat bevor er gegangen ist, kennengelernt und da dachte ich mir, jetzt ist es so schnell gegangen mit ihm und so crazy und da dachte ich mir, dann muss ich da auch einfach, auch allein für mich ist das. Sorry, Leute. Hallo, Stark. Ich dachte mir, ist ja auch für mich einfach eine mega coole Erfahrung und deswegen muss ich es einfach machen. Also ich sag mal so, wenn der Apotheker verrückt geworden ist, ist er höchstwahrscheinlich infiziert. Und hat wahrscheinlich großen Hunger. Kommt das auf deinen zweiten Kanal? Genau, also... Boah, hab ich gerade erschrocken. Da waren die Nachbarn. Also diesen Freitag kommt The Last of Us, das komplette Spiel auf dem zweiten Kanal. Und nächste Woche kommt Inside und das. Mein Herz ist gerade nach Bagdad geflogen. Ist erschrocken. Hallo, Alking, das ist süß, dankeschön. Wie lange läuft die Fliegezeit? 30 Stunden. Also fliegen 20 Stunden, aber mit Warten sind es meistens auch 30. Das ist eine ganz schön krasse Reise, muss ich sagen. Würde ich so schnell nicht mehr machen wollen. Da ist er doch. Und er wird 100 Pro jetzt aufstehen. Schön liegen bleiben. Nicht. Schlüssel. Oh,
Warum steht der jetzt nicht auf? Schlüssel. Können die auch verhungern? Apotheke, los geht's. Okay, schnell raus hier, schnell raus hier. Oh nein. Why? Kann ich dir nicht von hinten umnietzen? War das nicht so? Ich hab doch ein Messer, oder? Ja, da war doch was. Sauber. Hallo, Davidik. Ich gebe es auf. Was ist los, Doug? Gnu, lies doch bitte, was ich schreibe. Ich gebe mir so viel Mühe, dich aufzuklären. Tut mir leid. Kannst du es nochmal reinposten? Inside ist... Oh, es war echt ein cooles Game, aber gegen Ende war es echt gestört, muss ich sagen. So, das war doch echt voll gescheit. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Oh nein, Mädchen, nicht so laut. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Ach ja. Halt durch, Joel. Hallo, Mount Minion. Alles klar, Eboli. Oh, das Spiel heißt The Last of Us. Und wir spielen gerade das DLC. Wahnsinnig gestört, aber genau dieser Brainfuck macht es so besonders. Ja, das stimmt allerdings. So wie Little Nightmares. Hallo, Valoma. Inside ist echt so creepy gewesen. Echt verrückt. Also das DLC spielt einerseits in der Zeit, wo Joel verletzt war und wo Ellie mit Riley unterwegs war, bevor sie gebissen wurde. Ah, okay, das sind Zeitsprünge. Vielen Dank. Ist das ein Zombie-Spiel? Weil ich bin 13, ich Angst mit Zombies. So gesehen, ja. Deswegen geh ruhig offline. Das ist voll in Ordnung. Spielen morgen dann ein anderes Game. Keine Angst. Das kann man auch online mit Leuten spielen, tatsächlich. Hier hat so viel verwinkelte Gässchen. Ich glaube, hier kommen Gegner. Oh, hallo. Bitte lass doch da mal irgendwas drin sein für mich. Ich bin schon wieder am... Oh, am Suchen. Notizen über Notizen. Leeres Medkit. Das hier muss reichen. Na, immerhin habe ich jetzt was in den Griffeln. Das ist kein Video gewesen, das war ein Post. Das war ein Post mit dem YouTube-Video. Schnell. Dankeschön, Mädel. Matt hat angesehen, das Neue, was rausgekommen ist. Wann kommt das denn raus? Oder ist es schon raus? Also ich habe jetzt das eine Mal gespielt mit dem alten Mann im Haus. Das fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber den neuen wollte ich unbedingt spielen. Ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. You would not believe you is. It's a million fair, you please. Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte... Raise me up. So was in der Art. Diese ganze Angstmacherei bei uns. Sie wollte wissen, ob mich jemand aufhört. Kurze Frage. Kann ich hier was finden oder loote ich noch umsonst? Ich komme ja schon. Ich will doch nur looten, Mann. Der kommt noch, aber ein genaues Datum steht leider nicht fest. Ich bin mega gespannt auf, der sah super cool aus. Ich finde auch, wir brauchen mehr Multiplayer-Horror-Games. So richtig gut, so wie Dead by Daylight, Freitag der 13. ist ja für viele so ein bisschen wo ich es eigentlich auch ganz gut finde, aber da kommt irgendwie zu wenig. So. Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung, mit niemandem so richtig. Tino und den anderen, wie geht's denn? O'Reilly, es sind deine Freunde, aber du redest mit ihnen.
Ich glaube, es gibt noch keinen Loot hier. Kein Loot. No Looty, no Cry. Oh, da ist was. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Dachte aber, die nehmen keine Kinder auf. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, was ich machen soll. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Mhm. Das ist nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Wie alt soll die denn sein? Hallo Donnerbaum, in den Szenen mit Riley kannst du nur Zettel finden und mit Joel alles. Ah, okay, gut zu wissen. Vielen, vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Frag nicht, was du sagst. Hallo Göttingen, morgen. Hallo Puri, grüße dich. Wieso kann man meine Kanalbelohnung nicht abholen? Die richte ich euch noch ein. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin hier noch neu. Ja, sie hatte auch nicht so künstlich in Erinnerung. Was? Was geht sie das an? Hallo Renia. Ja. Nein, Leute, ich habe einfach nur... Ich bin in Australien, habe eine neue Kamera, neues Licht. Das ist alles wie immer. Guckt meine YouTube-Videos an, Mann. Ganz schön gemeine Aussage. Muss ich schon sagen. Ist echt blöd, wenn man sowas sagt. Das hört niemand gern. Dark. Muss ich dir auch mal ehrlich sagen. Das wird super katastrophal. Cat Cupcake! Genau, Kanalbelohnungen bekommt ihr. Nee, obwohl Kanalbelohnungen bekommt ihr die nicht manchmal? Ich bin nicht sicher. Oh, heute sind fast alle Mods da, das ist schön. Aber Leute, ihr sollt doch schlafen gehen oder habt ihr Ferien? Sorry, sollte nicht gemein kommen. Ja, ihr müsst manchmal ein bisschen aufpassen, Leute. Geschriebene Sachen wirken, kann man oft schwer einschätzen, wie sie gemeint sind. Aber es war sehr gemein, finde ich. Kanalbelohnung sinkt an. Oh, die Kanalbelohnungen sind doch an, Leute. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Urlaub, Ferien. Ach ja. Ach ja, habt ihr das? Da ist sie ja wieder in der Nachtschicht. Hallo, Lord. Ich hatte sie schon. Dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Gut, also die Leute bekommen ihre Kanalpünktchen. Warum ist sie eigentlich hier, wenn sie in Firefly ist? Wollt sie mich nur besuchen kommen? Hallo King. Ich spiele übrigens heute das DLC. Hallo Playbeast. Ich hol mir die wieder. Die Mutter von Ellie und der Vater, das weiß man nicht. Die sind anscheinend früh gestorben, wie sie sagte. Beziehungsweise wahrscheinlich an der Epidemie. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Alles gut, Dark Knight. Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Dreadout 2. Ach was, echt? Oh, geil. Das können wir dann am Sonntag spielen. Was? Finde ich auch, Boris. Die Atmosphäre ist geil. Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Gerne. Ack, geht immer. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Der Typ ist auf dem Bild aus wie Justin Timberlake mit Mütze. Ach, das Schlaf Zeug. Gut. Rick Misty.
Striss, danke für den Hinweis. Das Problem ist, das Mikro steht hier auf einer Box. Und wenn ich es anders ausrichte, fällt es runter. Aber du meinst schon so, ne? So. Zu mir. Es hält gerade so. So. Dankeschön. Ihr könnt mir immer Tipps geben, Leute. Ich bin da nicht so anfällig für. Ich bin da eher dankbar für. Solange es nett ausgedrückt ist und nicht beleidigend. Und was ist mit Prinzess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Hallo, Mustimeier. Merk nur wieder am Suchten. Ja. Ich bin das DLC jetzt am Spielen. Es ist schon wieder soweit, Leute. Ich konnte es schon wieder nicht lassen. Ich habe aber wieder nur 3 Stunden geschlafen. Heute werde ich viel schlafen und früh schlafen gehen. Ach, sie weiß wohin. Das hätte ich ja nie gefunden hier. Ellie, hilf mir mal. Ich hasse es, dass ich zu krank bin. Ich lasse mich nicht ganz erquetschen. Schon gut. Ich gehe. Thema DLC, kommst du gerade richtig? Wir spielen gerade seit einer halben Stunde. Ja. Dankeschön, Fred Baguette, für dein Twitch Prime. Vielen, vielen Dank und willkommen. Dankeschön. Tommy, wie geht's? Gut, und dir? Ich hoffe auch. Dankeschön, Fred Baguette. Ich hoffe, es gibt dir... Oh, ich hab jetzt Bock auf ein weiches, flüschiges Baguette. Flüschige Baguette. Ein neuer Sub-Hype. Süß. 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 What? Was hast du denn da gefunden? Echt? Eine Öffnung? Ah, da oben. Okay, sei vorsichtig da drin. Bin ich immer. Kein Name, der mit Gnu anfängt. Es gibt tatsächlich ein Tier, das heißt Gnu. Und ich habe mir einfach einen Saftig davor gesetzt, weil die so süß sind. Allein für den Namen. Zitteraal. Hallo, Skipex. Bei mir ist alles super. Kannst du mich bitte hochholen? Riley? Jetzt erschreckt sie mich bestimmt. 100 Pro, ich wusste es. Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Danke, danke, Milo. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ich hoffe, wir sollten nicht laut sein. Ellie, echt? Du sollst brüllen. Muss ich jetzt aufladen, oder wie? Hallo, Eugen. Das geht. Das bescheuert aus. ich finde dich auch richtig, richtig saftig. Mann, ist das von dem Machen von Until Dawn? Nee, das ist nicht von dem Machen, das ist von Naughty Dogs. Mir geht's auch gut, Skipex. Dankeschön. So, hab aufgenommen, lade es hoch und gepennt währenddessen. Dankeschön, Likey. Vielen, vielen Dank. Hallo, Eugen. Die andere, ich frage mich auch, wie alt sind die denn? Nein, die Wolfi ist süßer. Ich würde die Wolfi anhaben. Die Wolfi. Zockt dein Partner auch? Und wenn ja, in welche Richtung geht das? Der hat tatsächlich früher sehr viel gespielt. Es war ein richtiger Zocker-Nerd. Der sagt auch immer, hätte er doch nur auch mit YouTube und Stream angefangen. Der findet es voll spannend. Und der hat tatsächlich sehr viel CSGO gespielt und war da sogar bei Turnieren dabei. Oh, der ist gut. Den Vogel will ich. Und würde quasi auch gerne mal wieder mit mir zocken. Und ich habe ihm dann irgendwann eine Switch geholt. Und da hat er dann richtig angefangen zu suchten. Da hat er Zelda auf Breath of the Wild durch, Odyssey, alles. Oh, das ist ja süß. Herzlichen Dank, mein Oh, süß. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Alles gut, Dragon. Ihr müsst euch nicht gezwungen fühlen. Werden wir heute sterben? Hallo, Hitomi. Auf den zweiten Teil? Mega. Nichts. So ein Quatsch. Du musst den umdrehen, du Genie.
Ein E-Sportler? Nee, nee, das ist schon ewig her. Ist kein E-Sportler. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. The Last Friday, aber es scheint so, dass die Entscheidungsstellung... The Last Friday habe ich auch nie wieder was gehört. Bin schon lange da, Miss Gnu, tut mir leid. Das kommt auf den zweiten Kanal natürlich, Leute. Könnt ruhig schlafen gehen, wenn ihr müde seid. Nordragon. Es gibt eine Möglichkeit, sich auf Amazon kostenlos als Twitch Prime zu anzumelden. Ich glaube, Prime kostet auch. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie alt die andere ist. Ich schätze mal auch so 14, 15. Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Mädchen, das war was von leise sein gehört. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Okay. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Ich bin so schlecht. Verdammt! Was müssen wir denn machen? Scheiben einschlagen, oder wie? Bingo! Ach so, das wusste ich nicht. Ha! Was? Das wusste ich nicht. Bam! Das war so knapp. Bam, tschuram. Ach, wir müssen die alle kaputt mal schlagen, oder wie? Mädchen, Jungs, Girls, ihr solltet leise sein. Ja. Ich gewinne die Scheiße jetzt auf jeden Fall. Doch schön, dass überall wirklich ein Ziegelstein liegt für mich. Volltreffer. Mädchen, du kannst einpacken so gehen. Gemacht. Hallo, Adu. Schön, dass die hier letzte. Ist auch. Mädchen, du kannst einpacken. Ja, ultra schade, ich fand, dass man spielen konnte, wahnsinnig gut. Stimmt, da kam einfach nichts mehr dazu. Oh, Allison's Road. Klar doch, Loser. Ich habe geheult, dass okay, es nicht kam. Hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt. Also, was sagt Marlene über meine Mutter? Hallo, Lihat. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Hallo, Abu-chan. Deine Mutter war Krankenschwester. Abdu-chan. Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Ist dir das bekannt vor? Okay, die Mutter ist anscheinend doch schon sehr früh gestorben. Ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Okay, zeig. Petit, da habe ich euch auch so traurig. Weißt du, da haben sie erst Petit abgesagt, dann haben sie Allison's Road bringen wollen. Dann kam das auch nicht. Wo ich mir echt denke, das wären solche Horrorklassiker geworden. Freitag der 13. habe ich gespielt. Da gibt es sogar Videos auf meinem Kanal. Das DLC spielt vor der Hauptstory, oder? Teils, teils. Jetzt spielen wir vor der Hauptstory und nachher wieder während. Das springt immer. Hallo, Schwami. Silent Hills, ja. Dafür haben sie dann Death Stranding rausgebracht. Hallo Iwemo. Deswegen habe ich so viel auf Death Stranding gehofft. Und irgendwie will ich Death Stranding auch nicht spielen, weil Death Stranding war so ein Silent Hill-Feeling für mich in den Trailern. Und ich glaube, das wird es halt nicht erfüllen. Weggeworfen für den Walking Simulator, ja. Kann man Silent Hill nur aufgeben? Ich habe jeden Teil gespielt. Ich habe diese Spiele so geliebt. Wirklich. Ich habe sie echt gesuchtet und geliebt. Und dann, was machen die? Ich wollte es aber jetzt öffnen. Hua, hua, hua. Also es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Ach, ich mache jetzt Strom für ihre Leute, oder? Was habe ich gesagt? Heißt das, das Ganze ist hinter Licht? Finden wir es raus. Kann es vielleicht sein, dass sie böse ist? Weil sie ist ja bei den Fireflies beauftragt wurde, sich bei mir einzuschleichen, um jetzt Strom zu bekommen, um vielleicht alle Monster auf meine Leute zu locken. Irgendwie passt es doch nicht. Und die Musik von Akira Yamaoka, die habe ich immer gesuchtet. Das musst du sehen. Oh, warte, ich weiß, was du vorhast. Und ja, Gnus Draggy. Danke, Likey. Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine,
Oh, Cat Cupcake, Glückwunsch. Wir drücken die Daumen. Erzähl uns, wie es war. Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Total. Visage habe ich schon alle beide Teile durch. Könnt ihr auf meinem Zweitkanal anschauen. Saugeil. Ich fand aber den Einser besser mit dem Mädchen als mit dem Oma. Wie zum Teufel komme ich darauf? Bloody bloody. Okay, Flaschen hier sind, ist nicht gut. Das heißt, kommen gleich Gegner. Kennst du die Serie The Walking Dead? Falls ja, magst sie, weil es wieder am Montag anfängt. Ich habe damit noch gar nicht angefangen, Leute. Ich hatte gar keine Zeit für Serien. Ich habe immer so viel gehasselt. Da war nicht mal viel Zeit mit gucken. Warte mal, war da gerade eine Waffe? Hallöchen. Was hatte das zu bedeuten? Heißt das etwa, dass gleich Gegner kommen werden? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott! Weil jetzt erstmal eine Katze hier sehe. Komm her, Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Ist das ein Hinterhalt? Komm schon. Sie wird da höchstwahrscheinlich nicht reingegangen sein. Oh mein Gott! Es gibt eine schöne Blase. Soll ich hier verrecken? Diese verdammte Katze, kann ich mal ruhig sein? Wieso lebt sie überhaupt noch? Kannst du als Tiere sich nicht infizieren? Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Auch, dass ich jetzt langsam hier Zeugs bekomme, gefällt mir auch nicht. Oh, da liegt doch was Feines. Hallo Weiß-Schwarz, ich zocke The Last of Us, das DLC. Jetzt kommen wir leider. Also 16, 17. Also vorhin haben sie gesagt, die ist 14. Das spielt ja in der Zeit, wo sie 14 ist und noch jünger. Ich krieg echt verdammt viel Money. I don't like it. Ich glaube, jetzt kommen die Arschlöcher. Wo ist sie denn jetzt auf einmal hin? Warum gehe ich einfach nachts aus meinem Bett, wenn es Winter ist, und stolziere durch die Gegend? Ist meine Waffe eigentlich geladen? Nee, natürlich nicht. Ich bin wieder bestens vorbereitet. I don't like it. Ach, muss ich den anmachen? Hier haben wir es. Boah, ich krieg echt viel Money, Leute. Das wird jetzt übel werden. Da liegen auch überall Schokoriegel für mich. Das wird richtig übel werden. Oh, shit. Nichts? Ellie, was war denn das? Kein Saft. Hallo, Harry. Verdammt. Generatornotiz. Ich glaube, die muss ich mir anschauen. Um abzuchecken, wo... lesen. Na. Ach so, ich bin jetzt ja wieder... Ach so, stimmt, wieso frage ich, wo sie ist? Ich bin jetzt ja wieder alleine. Hallo, Harry. Du bist auf den Namen gekommen? Boah, das war ganz spontan. Das war eine sehr spontane Aktion. Ich dachte, ich fand Knus süß. Hab mich einfach saftig genannt. Weil Knus sind saftig. Kann ich irgendwie craften? Noch nix. Noch gar nichts. Ja, lächerlich. Hier bin ich ja hergekommen, aber ich brauche jetzt irgendwo Öli her. Weiß jemand von euch, wo ich das Öl für den Generator finden kann, Leute?
Ja, ma, dam di, dubi, dabi, di, dibi. Lord Blade, aber ich finde das lustig, alles gut. Wo finde ich das? Ich muss mal kurz gucken, ob ich nochmal die Generator. Hier, Generatornotiz sagt mir. Der Zustand des gefreiten Ellie hat sich verschlechtert. Ach, warum hatten die das? Er glüht geradezu und konnte dann das. Infektion, warte. Wenn man. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Ellie liegt hier im Boden. Da steht ja gar nichts darüber. Aha. Die sagen mir also direkt, wo ich hin muss. Ja, das ist das Last of Us DLC Chemos. Heiß Mödel! Schmödi. Können Sie mir direkt sagen, wo es lang geht? Das ist schon cool. 63 Leute und deren Schlafrhythmus auch am Arsch? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oh mein Gott, das hätte ich ja ewig gebraucht. Da drehen den Hatz Chips oder sowas. Vielleicht finde ich welches. Ich denke mal, Öl gibt es eventuell hier beim Truck, wenn ich mich nicht irre. Oh, Scheiße. Warum? Warum? Wo kommen die jetzt her? Ergibt keinen Sinn. Hilfe. Wo hat's Öl, Leute? Oh, shit. Oh nein, shit. Oh, fuck it, I'm dead. Wieso kann ich nicht... Ach, Mann! Ich wollte sie doch abspießen. Oh fuck, nein, fuck. Au. Fuck, nein, ich will dich doch nur aufspießen. Oh shit, das geht ja gar nicht mehr. Nein, 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 schon wieder einer. Hilfe, lass mich doch in Ruhe, Mann. Leave me alone, motherfucker. Komm ich bitte wieder raus? Nein? Okay, ist voll in Ordnung. Uiuiui. Nein! Ach, seit wann verstecken die sich denn auch so professionell? Das kenne ich ja gar nicht von den Arschis. Ich genau gesehen, komm raus, du Radde. Nein, da hat sich einer hinten versteckt. Oder ist der gestorben? Hä, was war denn das? Jetzt bin sie. Das war jetzt aber komisch. Nun habe heute den Rest deiner Scheißsachen bekommen. Juhu! So, wo hat's denn jetzt den verkackten Shit? Kann ich mal die Kiste schieben? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ah, da. Na, wer Öl braucht, der LKW GNU. Ja, aber warum kann ich da nicht reinzapfen? Ich will doch reinzapfen. Ich will reinzapfen. Ich kann nicht. Ja, Ellie, benutzen. Ellie. 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 Habe ich schon, oder wie? Ist der jetzt schon voll? Der Schleier. Das kann nicht sein, Leute. Das will ich nicht akzeptieren. Hm. Ich
Ich wäre gern beim Alkohol hochgegangen, aber wenn die mich nicht lassen. Nee, hier geht's auch nicht. Hier hat es zwei Kistchen. Was kann ich denn da machen? Da würde dir ein Schlauch fehlen, Grins. Na dann gib mir doch mal einen Schlauch. Oh, hat es da Dinge? Nee, ich dachte, ich habe mich gerade gefreut. Kann man da noch überall hoch oder wie? Na, gucken wir mal hier. Auch nicht. Ich glaube, vom Reinglotzen wird das nichts, oder? Nichts drin. Hallo, Rebel! Nicht noch ein Snacky zum Fressen? Da war doch was. Nee. Hm. Da ist verputzt zu. Liegt doch schon noch irgendwo ein. Oder hier? Jackpot. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen. Zombie-Stimmen klingen wie ein kleines Schweinchen. Dankeschön, Daboom. Sehr gut. Dürfte reichen. Okay. Let's go. Komm schon. Auch rein. Geil. Gut. Die Tür ist auf. Danach nicht ins Wasser. Wie es mir alle schon sagt, so Gnu. Nicht ins Wasser. Los, nicht ins Wasser. Ich bin aber so wasseraffin. Ach Gottchen, Leute. Ihr wisst, wie das hier enden wird. Muss ich dazu irgendwas sagen? Sowas so schlecht. Schau geradeaus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Oh, geil, da kann ich mir jetzt meinen Shit holen, der da oben drauf ist. Der hat mich schon die ganze Zeit angeturnt. Ja, ja, ich weiß, dahin muss es. Lass mich doch mal looten. Und wo komme ich dahin? Ich gehe jetzt Red Dead Redemption 2 spielen. Dankeschön. Viel Spaß. Weißt du, wenn du da einfach hochkletterst? Das macht sie natürlich nicht. Geht's denn da jetzt weiter? Da dran springen? Wie wär's, wenn sie einfach da durchgeht? Nein? Vielleicht? Eventuell? Okay, da kann ich durch. Das ist ja super. Das ist so laut. Und eine B-Box bekommen. Was ist denn? Das ist ein. Ach, eine Big Box. Wow. Wahnsinn. Glückwunsch. LKW unten. Danke, Leute. Hier alles zum einen irgendwie. Geht. Ich muss das bestimmt auch noch aufmachen.
Kuhkälbchen. Dankeschön für 1 Euro. Vielen, vielen Dank. Ich guck gleich, was du geschrieben hast. Danke, meine Liebe. Merci beaucoup. Ah, okay. Interessant. I understand now. Ich kuschle jetzt mit dem Dogo. Oh. Der Dogo also. Du Schlingel. Muss ich das da jetzt ranschieben? Oder muss ich das jetzt eher da ranschieben? Oder muss das hier hin? Wahrscheinlich hier, damit es oben bleibt, oder? I'm not sure. Let's try it. Ja. Okay. Hallo Skyfall. Any crumble? So, let's gucken, wer ich droppen muss. Nicht jetzt. Ah, schaut mal, da hat's Munition. Ich nicht habe gesehen. Ich bin noch nicht voll. Ich habe doch voll viel Schüsschen verbraucht. So. Okay. I'm still in Australia. Ja, yeah, I'm here till August. Hübsch aber singen. Was? Ich wollte mich bei DSS bewerben. Wie kannst du sagen, dass ich nicht singen kann? Oh, ich hasse diese Viecher so extrem. Da ist wieder so ein dummer Arsch, der läuft. Wenn der weg ist, kann ich den kurz töten. Drehen sich halt auch immer so umgerechnet kacke schnell um. Diese Arschlöcher. Stille Nacht. Heilige Nacht. Recall ist safe. Ich habe auch Hunger. Aufpassen, gleich kommen alle. Ihr kennt mich schon. Ihr wisst schon, wie das hier ablaufen wird. Ich weiß. Ich würde gerne alles einfach nur einsammeln. Auf jeden Fall brauche ich einen Heilkitty. Ja, ja, passt schon. So, den snack ich mir jetzt auch. Na, der nervt, der läuft rum. Die rumlaufen, müssen weg, die nerven. Oh, ist das mies. Danke, Leichi. Vielen, vielen Dank. Was tust du denn da? Lalalalala. Dankeschön. Lalalalalala. Ich hole mir den ganzen Scheiß. Hast du zwei verschiedene Augenfarben? Nein. Sieht das so aus? Oh, nicht so laut, Eli. La, 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 la. Den da hinten, den hole ich mir auch noch. Oh Gott, jetzt hat er mich fast gesehen. Komm, stup bitte mal zu mir, Kerle. Ich würde dich gern. Oh Gott, 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 ja! Könnt ihr bitte aufhören, so zu schnaufen? Das macht mich ganz wuschig. Hier ist einer, den töte ich jetzt. Augenfarbe? Nee, auch nicht, sorry. Ich meinte auch die Augenfarbe. Tut mir leid. Jede Arme. War's das? War's das?
War's das? Sieht doch gut aus. Kann ich hier ganz entspannt Hand in Hand zum Dönerstand alles, was glitzert, einsammeln. So, kann ich jetzt was craften? Nein, immer noch nicht. Das ist doch ein Hohn. Ich wohne eigentlich in Stuttgart, jetzt wohne ich in Australien. Hey, was kannst du denn anfangen, das Streamer für Tipps geben? Ich würde sagen, streamen aus Spaß. Man braucht schon die ganzen Alerts und alles. Ich glaube, das ist wichtig, gerade beim Anfang, dass man jeden Follower vorliest. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Gerade am Anfang, da wirklich jeden Hallo zu sagen. Und wieso kommt der denn so gezielt auf mich zu, ey? Und genau, das alles gut einzurichten, feste Streamingzeiten zu haben, mit den Leuten viel interagieren und auf jeden Fall Spaß haben. Das finde ich ist das Allerwichtigste. So doof sich's anhört. Aber so ist es halt wirklich. Da waren mir die 1000 Points wert. Was denn, Kai? Wenn Scheiße am Schuh hast du Scheiße am Schuh. Moinsen. Hallo Kai. Dafür hast du deine Punkte geopfert. Das finde ich sehr toll. Schlimmer wie Kronk. Alles looten, bis sie platzen. Kronk, der lootet ja auch immer so, gell? Loot. Ein Zufall, dass er auf mich zukommt? Ich glaube nicht. So. Das ist gerade so verstörend. Ich spiele gerade Kingdom Hearts und höre die Klickgeräusche. Schöne Grüße von Gigant, deiner Community. Hallo, Markus. Let's go, hallo. Wie geht's dir? Der Markus. Schön, dich zu sehen. Immer noch wach. War das ein bisschen laut? Sehr gut. La 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 la. So, rüber hier. Haben sich die Beine schon umgeleckt oder geht es da erst in im zweiten Teil heißt es erst, anstatt der Klicker, der Licker. Schön alles einsammeln. Spielreihe Liebe, nur Chain of Memories hat mich wegen dem Gameplay verrückt gemacht. Also ich finde, Kingdom Hearts hat mir mal der Like My Style erklärt. Das ist ja so unfassbar umfangreich. Da musst du ja so viel wissen. Das ist schon echt krass. Okay, Hubschrauber. Auf geht's. Hubi. Nein, wir verwenden das jetzt nicht. Hubi, Hubi. Oh, ein kleines Zelt. Die haben doch bestimmt Loot. Loot. Wir haben einen Zettel, Mann, was du möchtest. Loot macht Mut. Ach so, den hat sie vorhin gesehen. Oh mein Gott, nein. Ellie, lauf auf dem Metall, Madame. Hätte ich hier gleich sagen können. Hallo, Poor Purple! Die 55 an? Was? Nein? Ich guck gleich mal. Ich lass dich nicht los. Verflucht. Bist du bereit? Ach, voll, Bandy.
sag's ja. Hallo Cornflake. Die sind noch ein bisschen leise, finde ich. Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ja, du, das fällt ja bestimmt keinen auf, oder? Diese Szene erinnert mich an Detroit. Ja. Aber echt Skypes. Was machen wir? Skipex. Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Ich mach's mir immer bequem. Oh Mann. Uhu. Schön. Komm schon, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Okay, warte. Nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Du solltest bitte nicht so laut sein, verdammt. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenn aber dich echt, doch. Markus. Ich meine ja nur. Opel Flashback. Stimmt. Ja, stimmt. Von meinem Opel-Video. Gut kombiniert. Ich finde dein Zimmer sehr beeindruckend, okay. Flughälbchen. Bist du bereit? Nein. Bereit. Hä, was willst du denn? Wohin? Wieso läuft sie denn so komisch von mir weg? Ich will da hinten noch hin. Da waren Hasen. Hasen, gruselige Hasen. Erinnert mich an Silent Hill 3. Da seht ihr. Genau da wollte ich hin. Da, wo es so blinkt. Geiler Scheiß, Leute. Genau das. Ich mache jetzt ein geiles Foto. Share Snap. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Sehr gut. Der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig, lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weg. Schön. Ja, der ist. Bitte hört auf mit diesen schlechten Flachwitzen. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Hallo Oldschool Willy. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wahllokal. Oh. Grüße dich. Albern. Das ist albern. Könnte ich bitte aufhören? Das ist ja fürchterlich. Was ich heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Oh. Wie entstehen Gott. Kinder? Na, in Teamarbeit. Oh, ja. Kapiert? Ja. In Teamarbeit. Ja. Bitte hört auf, das ist ja fürchterlich. Ich stecke es schon weg. Hey. Ich wollte da gerne jetzt Fotos machen, Mann. Wie funktioniert das? Ah. Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Oh, Themen! Was Freunde. Du? Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Du bist das Häschen. Ja, ich bin mit okay. Der Frosch soll's sein. What the fuck, wir spielen The Last of Us. Hallo Christoph. Hallo Mac. Position wählen. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein! Oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Jetzt ein Klatschgesicht. Oh mein Gott, die Musik okay, dazu. Okay, jetzt ganz sexy. Wie sexy. Oh, schon fertig. Okay.
Oh, die sehen toll aus. Hör darauf. Facebook, nein. Share on Facebook. Ja, wir drucken das. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Ach Mann, ich will aber. Oh, komm schon, verdammt. Fabian, vielen, vielen Dank. Hast du irgendwie so diese... Ich guck gleich mal. Dankeschön, Fabian, für 10 Euro. Ich lese kurz mal die Sachen vor, die hier reingekommen sind. Ich will das drucken, Mensch. Ich brauche die Erinnerung. Die Musik, die... Witzig. Oh, scheiße. So, vielen, vielen Dank einmal an Fabian. Für 11 Euro hast du irgendwo eine Liste, welche Games du schon im Stream gezockt hast und die du noch zocken möchtest. Dankeschön, sag ich dir gleich. Gleichi, habe ich da Mod-Donation Train gehört? Nein, hast du nicht. Danke, Knutgleichchen, für 1 Euro. Vielen, vielen Dank. Genau, es gibt einen Zweitkanal, da kannst du immer gucken, was wir schon gesuchtet haben. Wir haben schon sehr viel durchgespielt. Da lade ich nämlich alle Spiele immer hoch. Und alles, was noch nicht drauf ist, dafür bin ich offen, es zu zocken. Kann mal jemand in den Link reinposten? Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Hallo, Emmy. Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort. Ab in die Haie. Hallo, Piefke. Nicht vergessen. WoW habe ich noch nie gespielt. Leben. Ja, das wäre viel besser. Oh, hallo. Geil. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Also alle kaputt oder wie? Oh, das geht noch. Nein, der geht noch. Geil. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Hallo, Slayer. Verständlich, vermutlich passt es nicht in ihren Content. Mann, ich... Ja, also ich bin bereits mal gern auszuprobieren, aber ich... Wie gesagt, ich spiele alles. Uncharted-Reihe, Frau Streamerin, habe ich gespielt. Ja, den vierten Teil findet ihr auch komplett Let's Played auf meinem Hauptkanal. Damit bewegst du dich. Ich fand aber die Älteren besser. Und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Oh nein, bitte nicht. Zuerst willst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Shadow of the Tomb Raider habe ich auch schon durchgestehen, du blinkst. Lara Croft habe ich auch alles durch, aber das können wir gerne auch nochmal spielen, weil das habe ich nicht auf dem Zweitkanal hochgeladen. Hallo, Vito. Ich fand die Szene so episch, als sie aus dem Blutwasser raus ist. Lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit und wie? Runde 1. Kampf. Oh nein. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! What? Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet dir 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Konter. Du machst den Ellbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Oh mein Gott. Rutscht zurück, nimmst aber keinen Schaden. Wie sie keinen Bock hatten, das zu animieren, deswegen haben sie es einfach so gelöst. Schnell, Konter, ein Himmelsheber. Oh Gott, das kenne ich noch aus meiner Tekken-Zeit, Leute. War so ein Tekken-Sucht, ich konnte die ganzen Kombinationen. Perfekt. Deine Zeit hier ist um. Boah, das ist geil, Piefke. Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder. Du entsaftest gern? Immer doch. Bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt.
Nee, ich hab den Namen einfach, weil er so dämlich ist. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Hallo Arnold. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ach, ja, Warzenlecker, wie geil. Arnold Warzenlecker. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. GTA P war bis jetzt noch nicht so meins, nee. Ich gerne mal ausprobieren auch. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Grüß dich, Knu. Hallo. Dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Nie mehr. Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Ich hoffe, dass sie gespult wird, die Season. Die werden wir morgens am Tisch stehen. Hi, okay. Fellas. Eine gute Ablenkung zum Dienst. Oh. Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Bitte schreit doch nicht mal so, Kinder. Streamst du Season 2 auf Twitch? Ja, natürlich. Hallo Urlaub. Uhr circa. Ich streame jetzt nur noch auf Twitch. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Beziehungsstress. Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Hallo, Danny. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Geil. Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Jetzt packt sie die Nummer aus. Hey, ich hab ein Geschenk für dich. Ich bin eigentlich total nett. Wieso hast du nichts für mich? Die Charaktere sind, glaube ich, so circa 14, 15. Dein linkes Auge sieht blau aus, dein rechtes braun. Nee, ich hab grüne eigentlich. Okay. Zuerst mache ich dich fertig.
und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Ich hab immer... Komm schon, zeig, was du kannst. Ellie, komm schon. Ja? Ja, so geht's. Oh, dafür will ich... Would not believe you. Ich sag's ja ungern, was? Aber... 14-jährige Mädchen machen sich gegenseitig. Ja. Voll auf Maul! Sag's nicht. Leute, auf damit. Das ist ja dirty. Red T-Shirt Contest, Alte. Komm her. Oh, scheiße. Ich habe kein Wasser mehr. Du bist erledigt. Oh. Hab's ja gesagt. Es war ziemlich nah dran. Was? Ja. In deinen Träumen. Okay, wie du willst. Du zählst bis 5. Ich versteck mich. Hallo, Marcel. Mein Zeigefinger bei der linken Hand ist verletzt. Gute Besserung. Okay. Ich sehe es mal als Person und nicht so quasi. 1, 2, 3. No, danke schön, Wazi. 5. Ich komme. Voll süß, wie das Flip-Flip macht. Die haben ja schon ganz schön viel Spaß hier, muss ich sagen. Finde es aber ganz schön gefährlich. Ah, da ist sie ja. Verdammte Scheiße, wo ist sie denn jetzt? Komm her, du Luder, ich mach dich nass. Okay, gewonnen. Okay, wer 2 von 3 schafft. Also nochmal. Na gut. Geh. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist tot. Was wir gerade auf Topic sind, sag ich nur, dann sag bitte was, okay? Was? Wieso? Hau raus, worum geht's? Hab ich was verpasst? Hallo Frozen, gute Nacht. Mädchen. Oh Mist, was habe ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow, jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's, wir machen's nochmal. Nice, ich will nicht mehr. Riley, ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay, gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Hallo, Time My Size. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber, aber ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon, seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hi, Chief Frank. Aber wir haben doch 2, dann behalt doch eine. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Nicht den Walkman. Hier. Hallo, Zwangsanweisung. Das Band von dir.
Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen, komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Oh Gott, ich weiß schon, wie es ausgeht. Jetzt geht's ab. Party in der Haus. Quatsch, nein, ihr könnt euch früher über Kingdom Hearts unterhalten. Das stört mich überhaupt nicht. Gibt's echt Leute, die das stören? What the fuck? Im Ernst? Hallo, Danny Boy's mine. John! Ach, der ist voll, der Koffer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gott, es ist so schlimm, wenn es so kalt ist, kann man sich noch nicht mal richtig bewegen. Boah, ich bin halt auch ins Training gegangen. Ich wurde so fertig gemacht, ich konnte nicht mehr. Ich werde es morgen richtig spüren. Das ist so cool. Ich mache so ein F45-Training, ist quasi 60 Minuten High Intensity. Und da meldet man sich an, da kommen ganz viele Leute. Also es ist, finde ich, cooler und krasser als CrossFit. Und da sind auch Trainer, die geben mir die ganze Zeit Tipps und ich muss immer so... Ich mache halt immer das... Vorsicht. Oh nein, ich wusste es. Scheiße. Oh nein. Nein. Kann ich da nicht helfen? Oh, was zur Hölle? Oh, hallo. Was machen wir hier? Wer schätze ich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Geil. Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Sicher die Gegend hier ab. Ich schaue mich hier drüben um. Schau dich hinten um. Genau, verpisst euch alle von den schönen Pfeilen, damit ich mir die jetzt holen kann. Gibt es, weil der Streamerin dann keine Benachrichtigung bekommt oder eben weniger? Hä, wie was? Wenn ihr euch über Themen im Chat unterhaltet, dann ist es doch gut für den Chat, oder nicht? Verstehe ich das gerade falsch? Oder weil ihr dann weniger den Streamer fragt? Scheiße, scheiße, scheiße. Sie ist da drüben! Gleich hier! Nein! Mann, ich wollte doch cool sein. Chat, was ist mit Stan? Hä? Wie? Genau, er muss natürlich in meine Richtung laufen. Scheiße! So, okay, hat sich erledigt. Okay. Hallo, Furko! Diese
Typen wollen kämpfen. Du stehst um 4 Uhr? Okay, ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht. Ist in Ordnung. Ich gehe zu ihm. Lass ihn. Und dann verschwinde ich von hier. Geil. Got it memorized. Nee, also wie gesagt, ihr könnt euch bei mir unterhalten, worüber ihr wollt, solange es immer sachlich und nett ist, keine Beleidigungen sind oder sonstiges, mich stört es nicht. Oh, da muss ich tatsächlich rein, oder? Ah, da würde ich mal gerne kurz noch ein bisschen looten, Leute. Loot, 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 loot. Bin auch mal raus. Schlaf schön, schön, dass du da bist. Hallo, Yannick. Süßes Emote. Hallo, Manu. No, good job. Dankeschön für dein Twitch Prime. Danke für dein Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr verbunden dafür. Dankeschön. Ich muss kurz die Alerts ein bisschen hochschieben. Dankeschön. Hallo, Claire. Hallo, Hundsboa. Was bist denn du für ein Hundsboa? Das glaube ich ja gar nicht, du. Good Shots. Hallo. Na, alles Gnudi mit dem Buddy? Ich hoffe doch. Ich nehme wieder mein Bögchen, weil ich damit nicht umgehen kann. Ich habe immer Angst, weil ich zu viel Tomb Raider gespielt habe, dass die auch den Bogen loslassen, weil die Lara Croft, die konnte den halt auf gewisse Zeit spannen, was ja auch realistisch ist. Bei mir ist auch alles Gnudi. Was machst du in Australien? Mein Pater arbeitet hier ein Jahr und ich dachte, ich komme mit. Kann ja von überall aus der Welt aus arbeiten und es war die richtige Entscheidung. Ja, der Blutspur natürlich folgen. Aber ich gehe mal kurz hier lang. Ich glaube, dass ich... ich werde belohnt. Oder? Oh. Ich will mal dem Blut folgen. 80% sind safe. Nächste Woche Mittwoch ist eine kleine OP. Oh nein, wir drücken die Hüfchen. Oh, gut, dass ich es gemacht habe. Da gibt es eine Nodditz. Der ist hier reingeflüchtet, der Arme. Mein Vater schlafwandelt nicht. Macht er das manchmal? Hallo, Italian Boy. Uns geht's gut und dir? Hundsboa. Es gibt Streamer, die stört das, wenn man sich nicht über die Geschichte im Stream unterhält und verweisen dann auf den Privatchat. Ja, also jedem das sein, aber verstehe ich nicht. Kann sich doch jeder hier unterhalten, wie er mag, oder? Oder ist... Kann ich den nicht... Ah, ich kann die doch auf den draufhetzen, oder? Gib uns Deckung. Los, Leute. Geil. Leute, dahin. Oh, sind jetzt tot? Ich mach die jetzt mal leise kaputt. La. Ja, der stand letztens um 3 morgens mit dem Zimmer und hat mich zu Tode erschrocken. Boah, es ist gruselig. Es läuft sehr gut hier. Es macht mir sehr viel Spaß. Jetzt könnt ihr mal gegenseitig eliminieren, bitte. Oh, der will zu mir hoch. Ist der da hinten jetzt endlich mal dead? Leute, jetzt braucht doch bitte nicht so lang. Oh, scheiße, Hilfe. Ah, nein, Hilfe, damit hätte ich nicht gerechnet. Genau so habe ich es auch gemacht. Kacke. Leute, ja, jetzt geht doch. Let's get ready to rumble! Jetzt noch schön ein Feuer drauf. Oh nein. Oh Gott, bin ich hohl. Könnt ihr mich bitte dafür umbringen? Ich finde, dafür habe ich es jetzt verdient zu sterben. Ich möchte das gerne nochmal machen. Come to the fire! Sag mal, wie viele Schüsse braucht ihr denn? Gibt's noch mehr von den Pennern? Ja, aber echt. Was ist in der Killkante vom Kit Only? Ich weiß es auch nicht, ey. Hatte Chrissy Rip. Das hat jetzt echt zu lang gedauert.
Das ist ja ein Hohn. Mann, ich wollte cool sein und dann schmeiße ich das immer gegen die... Da kam gerade die Musik. Ah, give me one moment in time. Tammy, ich finde es so cool, dass du diese Ton-Gnus machst für die Leute. Das ist so lieb. Bist du homosexuell? Nö. Aber selbst wenn, wäre es ja nicht schlimm, oder? Give me. Hallo Sibi, grüße dich, grüßet euch alle miteinander. Schön, dass ihr da seid, das ist ja wunderbar. Hi, was für eine Frage. Da habe ich doch gerade irgendwas geschnubbert. Ach so, okay. Mein Vater hat sich vor 2 Tagen vorher den Arm gebrochen. Oh Mann, warum? Ich glaube, Likey, da hast du deine große Liebe im Chat gefunden gerade, oder? Mit einem Kingdom Hearts Freund. North Station, wie lange streamst du eigentlich schon? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Hallo Davidek. Wie komm ich da raus? Das ist eine gute Frage. Hier. Ist von der Mülltonne runtergefallen. Das habe ich jetzt überhört. Oh shit, ich bekomme wieder so viel Zeug. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Ja, die freuen sich auch darüber, wenn ich sage, dass ich die Kosten übernehme. Das ist ja voll lieb von dir. Nee, ist echt total süß. Also mein Partner findet das auch richtig, richtig lieb von dir. Das ist so goldig. Der hat gesagt, seitdem er euch kennt, kann er sich vorstellen, irgendwann Kinder zu bekommen. Meine leibliche Mama hätte mich erwischt beim Gnuschauen. Oh, oh. Bin um 18 Uhr ins Bett gegangen, deswegen jetzt um 2 Uhr aufgestanden. Weiß nicht, was ich machen soll. Dann bleib doch hier. Wir fühlen dich, wir verstehen dich, weißt du? Wir haben alle dasselbe Problem hier. Jeden Tag versuchen wir früh ins Bett zu gehen und jeden Tag komme ich um 3 Uhr morgens und jeden Abend seid ihr auch wieder alle da, weil ihr auch versagt habt. Aber Leute, es ist okay zu versagen. Es ist vollkommen in Ordnung. Oh, kann ich da wieder ein bisschen aufmischen hier? Du, da hätte ich jetzt ja mal richtig Bock drauf. Vielleicht sind sie schon tot. Okay, Leute, let's get ready to rumble! Das ist voll geil, dass ich das mal machen kann. Da hatte ich schon immer eine riesen Lust darauf. Los, Leute, Party! Let's get it started! Hard! Ach ja, Leute. Real Talk. Mario Auto überlässt sich, dass er sich wegen der Mülltonne runtergefallen ist. Oh, Finn, hallo. Nein, Licker. Du, warst du schon mal im Fernsehen oder habe ich dich noch nie gesehen auf meinem Sessel in einem Shop? Weißt du noch, wo das war? Ja, das war zu The Vision. Aber jetzt kommt bald eine Galileo-Folge von mir. Leute, das ist ja so erbärmlich, was ihr hier fabriziert. Oh nein, bitte verpieselt euch. Unfaire Situation. Kommt her, wollt doch auch ein bisschen Feuer fangen. Kommt her, ich bin hier. Wer will auch ein bisschen burnen? Burn! Komm her. Burn, ja. Hey, wieso burnt die nicht? Die müsste eigentlich burnen. Das finde ich jetzt gemein. Mann, Bruno, so brutal. Gar nicht. Das war Selbstverteidigung.
Das musste so sein. Außerdem hat er mir ein Flashlight mitgebracht. Ein Urinbecher. Hallo Firefighter. Das Spiel heißt The Last of Us und ich spiele gerade das DLC. Und das heißt Left Behind. Zurücklasse. Nur mein Schlafrhythmus ist broken. Die ganze Nacht wach. Ja, Leute. Morgen streame ich um 20:30 circa. 20:30, 21 Uhr und am Sonntag auch. Da müsst ihr euren Schlafrhythmus aber fixen. Da möchte ich euch alle Mann hier wieder allesamt wieder versammelt haben. Hier, bitte. Denken sich alle so. Wahrscheinlich sehen wir uns wieder um 3 Uhr morgens. Ich streame über 4 Jahre schon auf Twitch. Streame bis zu 50 Games im Monat. Dazu gibt es 5 unterschiedliche Thementage und alle 2 Stunden wechselt entsprechend das Game. Das schafft ungern viel Abwechslung und für jeden ist was dabei. Ansonsten habe ich geile 28. Ansonsten bin ich geile 28, komme aus Bremen. Ich hoffe, dass nicht zu viel war. Eigentlich gibt es noch viel mehr zu erzählen, aber sonst würde ich den Rahmen sprengen. Das ist ja süß, Leute. Schaut ihr doch gerne mal vorbei bei North Station. Lass Liebe da. Ich glaube, das hört sich nach viel Abwechslung da an. Schlaf gut, Manu. Bis dann. Den Ruf hatte die Alte, will nur Penispix. Schwibidibu, Schwabi, da hinten ist doch was. Hab's doch oh, hier ein Spindi. Warum doppelt? Erstmal trinke, Leute. Freue mich so sehr, dass es Menschen wie euch gibt, die man nicht persönlich kennt, aber einem trotzdem Kraft geben in solchen Situationen, wie ich es gerade habe. Danke an alle, die hier im Chat. Ihr bringt mit alle in diese Zeit ins Licht. Oh, Markus, wie süß. Sehr gerne. Das finde ich auch toll, dass ihr alle so toll füreinander da seid. Total lieb. So. Hier gibt's nichts mehr für mich, im Ernst. Scheißendrick. Gerne noch, Session. Ja, du wirkst sympathisch. Ich habe nie ein Problem, andere Leute zu empfehlen, wenn ich sie selber ein bisschen kennenlerne und so. Und ich glaube, du bist ein Sympathikus. Ich glaube, das kann der Like hier auch bestätigen, oder? War da nicht gerade was, was ich hoch machen konnte? Ich crafte nochmal das. So. War da nicht gerade was? Ah, hier genau. Open up! Ich glaube, dass da jetzt gleich nochmal richtig viel Gegner kommen werden. Oh ja, werden's. Sehe ich daran, dass ich hier so viel Sachen bekomme, dass hier jetzt gleich richtig die Scheiße abgeht. Geil. Ha, woher wusste ich's? Hä? Ach, unter mir? Sie sind überall wie die Pest. Diese Arschlöcher. Kommt nur her. Da kommt schon der Erste, der getötet werden will. Melly, du musst was tun. Ja. Hallo Smelly! Schön, dich wiederzusehen. Hallo Poi, grüße dich. Hallo No Way Ed! Das Miese ist, da kommt gleich der nächste Sack hinterher. Der will doch auf jeden Fall provisorisch gekillt werden, oder? Der hat ja richtig Bock drauf. Scheiße. Scheiße. Entspann dich mal. Wir machen das mit Pfeil und Bogen. Denn der Pfeil und Bogen... Da bist du ja. Ach Gott, das ist ja voll mies. Das wusste ich nicht, dass die mich so schnell sehen. Huch. Egal, ich mache euch auch so platt, ihr Arschlöcher. Ich glaube, das wird nichts. Was rennt ihr denn hier so hysterisch rum, Leute?
Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Wake me up, before you go, go. Ich würde euch gerne schießen in den Popo. Ja, sehr gut. Ja, und du bist der Nächste. Kann man denn... Oh, Hilfe! Ah! Kann man denn auf jemanden zurennen, der eine Waffe in der Hand hat? Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen, Leute? Genau, genauso wie du. Was ist denn los mit euch? Leute, das macht man so nicht. Das funktioniert so nicht. Achtung, Arschloch! Ich bin kein Arschloch, ich bin eine Lady. Komm raus, du feige Sau. Wer sich dafür kriecht. Ich werde dich abfackeln! Ich werde dir ein Messer reinrammen. Boah, die Sau. Hab mich einfach abgewehrt. Jetzt reicht's. Sag mal, kannst du nicht einfach so ein kleines Mädchen nicht so verballern? Geil, ich hab neue Muni. Ciao. Oh, oh. Oh, ich bin gleich tot. Der hat mir richtig in die Fresse gehauen. Hallo, Tryhard. Hallo, Skanoth. So, ich bin wieder geheilt. Der hat mir voll ins Gesicht geschlagen, die Sau. Ich versuche die jetzt mal vorsichtig mit dem Bogen farmen. Let's give it a try. Da hinten ist einer. Vielleicht kann ich mit denen erstmal holen, dass die oben alle weg sind. Jetzt oder nie. Kann ich mir da bitte noch eine Heilkitty machen? Nee, es reicht nicht. Verdammt. Oh, oh, was machen die denn jetzt? Ach, ich hatte Zeitdruck. Ach so. Ich habe Zeitdruck. Heiligsblechle. Oh, Mist! Verdammt! Wo ist denn der Sack, der aufmachen will? Die Munition ist leer! Boah, wisst ihr das? Verdammte Scheiße. Hier, friss! Komm her! Hier. Scheiße! Uff, 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 uff. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt gerade geschafft habe, oder? Kann das sein? War's das? Wo ist denn mein Joel? Scheiße, ich brauche ganz schnell Waffen. Kann ich bitte irgendwas haben? Ich bin kein Mistkerl, ich bin eine Lady. Komm her, du Lappen. Ich werde dir den in die Fresse hauen. Und dann gibt's ein Messer ins Maul. Hallo Hardy, hallo an alle. Ich bin gerade fett am Feiden. Boah, diese Drecksau da oben. Das jetzt reicht's. Komm her. Komm her, du Sau. Aber Munition. Könnte ich erledigen. Ah, nein. Hilfe. Ich bin doch noch ein Kind! Dafür gibt's jetzt das Messer aufs Maul. Keiner mehr? Oh, doch, da oben. Nee. Alle weg? Echt? Ich hab's geschafft? Hoho! 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 Ernsthaft? Das war's oder wie? Geil. So, wo ist jetzt mein Joel?
Wo ist denn der Joey Berry? Ein Auge bitte. Shit. Ja, wunderbar. Ein Snack. So. Wo war denn der Joe nochmal? Wie spät ist bei dir? Bei mir ist jetzt 14.38 Uhr. Hier haben die das doch versucht, oder? Warum haben die denn versucht aufzumachen? Hat das geglitzert. Scheiß auf Joe. Also jetzt gibt es auf jeden Fall keinen Danger mehr. Sie wollen ihn auf jeden Fall nicht mehr irgendwie aufbrechen. Das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt in Ruhe den suchen. Das war doch irgendwo hier. Ich habe es genau gehört. Ach, und ich bin der John übrigens und habe all eure Zahnbürsten benutzt. Das ist in Ordnung, John. Du darfst das. Du musst zum Tor, wo alle Gegner gerade standen. Da. Ich weiß nicht, wo das Tor war. War das vielleicht hier? Licht wäre auch ein Vorteil. Oder war das hier? Ah, hier ist es, oder? Beim Eisladen. Ich habe den hier beim Eisladen versteckt. Wie lustig. Oh nein. Da unten, bei der Tür. Nein. Sie erwischt, bitte lass. Dreckschwein! Schön. Du willst das? Dann tun wir's. Gleich hier! Scheiße! Nenn mich nicht Stück Scheiße, verdammt! Lass mich nachladen! Ey, der lebt ja immer noch, der Sack, Alter! So, jetzt aber, ey, wie viel halten die denn aus? Unrealistisch. Ich muss erstmal treffen, du Arsch. So, jetzt gib mir die Muni. Nichts mehr zum Heilen, das ist sehr gut. Wo sind denn die restlichen Arschlöcher jetzt? Hier. Restliche Arschlöcher chillen alle hier oben. Kommen die jetzt von hinten? Oh nein, lass mich. Der muss weg, der ist gefährlich. Lasst mich in Ruhe, ich will Heilung. Ich will ein paar Snacks. So, wo ist der Rest vom Fest? Da oben. Ah, sind alle jetzt hier. Okay, ja, kommt her. Euch zwei mache ich auch noch platt. So, schön auf mich zurennen. Ich bin schon echt gut am Arsch, muss ich sagen. Ah, nein, Hilfe! Nein, 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 ich bin gleich tot! Lass mich! Lass mich! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Du wirst aber jetzt sowas von sterben, Freundchen. Oh, oh, der andere kommt schon angerannt. Oh nein, es kommen noch Klicker. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Was ist denn los hier? Hilfe! Wie soll ich das machen? Nein! Ist das scheiße! Alter, das ist sowas von unrealistisch, das zu schaffen. Ah gut, das darf ich hier anfangen und ich bin sogar voll mit Leben. Das finde ich doch gerecht. Hilfe, wohin muss ich denn jetzt? Lasst mich! Lasst mich! Ich muss, glaube ich, hoch. Oh nein, Hilfe. Oh mein Gott. Könnt ihr mich bitte einmal in Ruhe lassen? Ich wäre euch sehr verbunden. Oh Gott, Leute, Hilfe, was ist denn das? Ich glaube, ich muss in einen Laden da oben, wo sie hingeschaut hat, oder? Oh Gott. Da vorne wird auch gefadet. War das nochmal, wo ich hin sollte? Wie unfair das ist. Und vor allem die Ladenscheiß, die Ladentheken haben jetzt auf einmal alle zu. Lauf, 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 Ellie, lauf. Wieso hat das alles zu auf einmal? Ich werde sterben. Ist Ihnen das bewusst, dass ich jetzt sterben werde? Oh
Gott, ja, genau. Kommt mir alle hinterher. Habt ihr es echt auf mich abgesehen, oder? Wo muss ich denn hin, Leute? Rotes Gebäude, wo? Hier? Wo ist das rote Gebäude? Rot, 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 rot. Ich finde kein rotes Gebäude. Ach so, ich muss da runter. Ernsthaft? Okay, lauf. Okay, ich muss jetzt echt zu ihm. Das schaffe ich doch gar nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Ich würde sagen, ich bin am Arsch, Leute. Ich glaube auch, die hängen mir jetzt gar nicht mehr am Arsch, oder? Ach Gott. Unten? Wo? Hinten? Wo? Muss ich die jetzt umbringen? Muss ich die Säcke eliminieren? Puh. Ich glaube, so eine Bombe wäre echt was Geiles. Weiß jemand, wo ich hin muss? So, ganz ernst gemeint, nebenbei. Ernste Frage. Bitte Hilfe! Helfen Sie mir! Ich muss sie leider alle umbringen. Okay. Das ist mir okay. Ich muss jetzt. Oh, der hat mich jetzt gesehen. Das ist sein Scheiß Ernst. Nee, hat er nicht. Das ist gemein, ne? Wie die mich hier triggern, die Arschlöcher. Ich würde die so gern auf die schmeißen, die Bombe. Hilfe, es ist so unfair. Schmeiß doch, Ellie. Ja, 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 geht hin. Yes, Mann, sehr gut. Na, Hilfe! 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 Na, Svenja! La Madalisse! Lauf, kleines Schneller! Lauf, um Himmels Willen! Bitte verschwinden Sie von meinem Arsch! Wäre ich Ihnen sehr verbunden. Okay. Ich glaube, ich muss die einfach nur abknallen jetzt noch, oder? Ich habe ja nichts mehr zum... Ich würde so gerne will ich was craften. Vielleicht eine Stinkbombe. Vielleicht hilft mir die ja noch. Im Voll der Fälle. Oder ich schieße den Sack da jetzt einfach ab. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Bitte macht jetzt nicht den. Bitte zingelt mich jetzt nicht ein. Okay, gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, der eine ist noch da hinten. Ich kann ja gleich noch was mixen. Das wäre super. Ich bin gleich für euch da, Leute. Ich bin nur gerade wirklich... sehr konzentriert, wie ihr merkt. Ich habe auch nicht mehr Muni. Den muss ich jetzt... Vielleicht kann ich ihm die Flasche ins Gesicht klatschen. Und dann kann ich ihm ein Messer umzingeln. Oh Gott, Leute, ist das ätzend. Der kommt ja bestimmt sowieso gleich in meine Richtung, weil er so programmiert ist, dass er weiß, wo ich bin. Hust, hust. Aber erst gar nicht da sein, Hund loslassen. Ab und zu heult, was? Der kommt jetzt bestimmt 100 pro meine Richtung, der Sack.
So. Ist hier jetzt mal Ruhe, Leute. Lebt hier noch irgendein anderes Arschloch? Falls mich jemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Oh, sonst wirklich? Geht's euch für euren Freunden. Klar? Ja? Ja. Ja. Die sind jetzt wirklich alle tot. Du darfst jetzt öffnen. Ich hoffe, du lebst noch, Joe. Ich hoffe auch. Aber die ganze Scheiße umsonst. Jetzt wissen sie doch eh, wo wir sind. Gott. Oh mein Gott. Was hat man davon, wenn man so laut Musik hört? Druck, 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 Druck hier. Ja, ja, Ellie, lass dir Zeit. Ja, ich komm ja. Ich würde das halt wegmachen, aber egal. Lass halt oben, damit alle folgen können. Hallo an alle, die da sind. Ich bin gerade am Fighten und am Überleben. Hilfe. Ich wusste gar nicht, dass die so schnell laufen können, die Kids. Vor allem lauf doch mal richtig schnell, Mädchen. Das ist ja nicht schnell, was du da machst. Nein! Bleib stehen! No! Boah, dass die sich nicht schon selber mit dem Messer die Hand aufgeschlitzt hat, weil sie so reinrammt in den Knochen. Das Gerüst? Dass sie sich selber in die Hand schlitzt. Darüber kommen wir raus. Oh, hier rein. Hier lang. Das weiß ich vor dir schon. Lauf, lauf, lauf. Ja, ja, wie sie auf einmal schneller ist. Mist, mir nach. Das erinnert mich gerade an Dying Light, ob wer es kennt. Hallo, Edis. Oh nein. Hallo, Backfisch. VR-Gameplays, yes. Aber da brauche ich immer jemanden, der dabei ist und die Gameplays, also die Chat vorliest. Das ist ekelhaft. Ich helfe dir. Ich werde 100 pro jetzt. Oh Gott, nein. Um Gottes Willen. Oh nein. Das nenne ich mal ein Gemetzel. Ich glaube, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Sieht aus wie jede andere Wunde, nicht wie ein Biss. Nein. Nein, 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 nein. Und sie auch scheiße. Keine Angst. Armer Packen habe ich aus The Walking Dead gelernt. Ernsthaft? Bin quasi ein Experte. Fast. Danke, Likey. Bleib Schlaf ganz gut. Ruhig. Oh Gott, jetzt muss ich das nehmen. Das. Kreuzstich? Scheiße! 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 Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Das machen wir
nur. Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm, verschwinden wir hier. Hallo, Zeus. Nee, sie wusste noch nicht, dass sie immun war. Ach, das war's? What? What? Nee, sie wusste noch nicht, dass sie immun war. Das wusste sie nicht. Das war ihr nicht bewusst. Hä? Really? Ich hätte es jetzt gern gesehen, die noch zugrunde gehen. Ein Emoji, wer das gleiche denkt. Seien wir mal ehrlich. Okay, krass. Ja, interessant. Wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. Joel wurde gerettet. Die Freundin hat sich verwandelt. Aber war ein cooles DLC, aber knackig und kurz. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Und danke fürs Zuschauen. Und wir sagen wie immer Ade mit E. Es war schieb.